AirWay-Device vorstellen, das als supraglottisches AirWay-Device auch Erwähnung in den IRC-Guidelines gefunden hat. Das ist die iGel-Maske oder eGel-Maske, wie sie genannt wird. Ein Device, das einige Besonderheiten aufweist, die ich euch hier zeigen möchte. Die iGel-Maske kommt in diese Verpackung und ist quasi vorgeformt, sofort einsatzbereit. Die Halterung kann ganz einfach entfernt werden und das, was ihr seht, ist ein supraglottisches Airway-Device, das nicht geblockt werden muss. Ein Handgriff fällt weg und damit ist die Anwendung deutlich einfacher im Vergleich zu allen anderen Devices. Die Spitze der iGel hat eine besondere Konsistenz. Sie ist aus einem Gel, das wärmeadaptiv ist und das sich mit der Körperwärme verformt und somit das Device weiter abdichtet. Die Platzierung ist denkbar einfach. Ihr nehmt die iGel, führt sie vorsichtig unter leichten Drehbewegungen ein und schiebt sie dann einfach ganz gerade nach vorne, bis ihr einen federnden Widerstand fühlt. Wenn ihr den federnden Widerstand fühlt, ist das Gerät platziert und einsatzbereit. Der Patient kann sofort über dieses Device ventiliert werden. Wenn die iGel ganz am Anfang nicht ganz dicht ist, gebt ihr noch etwas Zeit. Dieses wärmeadaptive Gel sorgt dazu, dass, wenn es die Körperwärme annimmt, noch eine bessere Abdichtung erfolgt. Ein Zusatzfeature hat diese Maske noch. Ihr habt hier einen Drainagekanal für eine Magensonde, die an der Spitze austritt und nach der Platzierung gesetzt wird und automatisch in Richtung Magen geleitet wird. Ihr seht, mit der iGel habt ihr eine einfach zu bedienende Alternative als supraglottischen Atemweg immer zur Hand. Wir verwenden dieses Device gern für kürzere Operationen, da es sehr komfortabel und leicht zu platzieren ist. Die IRC-Guidelines empfehlen es als supraglottische Atemwegsalternative im Rahmen der Reanimation und wir sind damit bis dato sehr zufrieden.